Möchtest du heute für dich mal wieder eine Auffälligkeit kennenlernen, die ganz viele da draußen für sich herausgefunden haben und diese auch gleichzeitig anwenden? Das ist nämlich der Punkt, wenn sie etwas aussprechen bzw. sagen, dann gehen die davon aus, dass ein anderer Mensch entweder genauso denkt, das hören sollte oder aber genauso das übernehmen müsste in seinem Tagesinhalt. Und was ist das für eine Stärke? Was ist daran wirklich wichtig? Meistens gar nichts, weil gewissen Personen, die man zuhört und die da auch gar nichts hinterfragen, die wissen meistens überhaupt nicht, wie das zum Ausdruck kommt, zur Geltung und wie der und ihr Gegenüber das auffasst. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn das alles so unwichtig ist, warum hört man wichtigen Leuten nicht zu? Und das ist etwas, da muss man natürlich für sich trennen und voneinander abkoppeln, das Ganze, weil es ist einfach. Aber es ist nur einfach, wenn man herausfindet für sich, worauf muss ich Wert legen, also eine Wichtigkeit, eine Beachtung dem schenken und was kann ich komplett ausklammern. Wenn man so vorgeht, wenn man das für sich herausgefiltert und gefunden hat, wird man herausfinden, dass es im Leben viel, viel einfacher geht, weil man weiß überhaupt nichts mehr, mit dem anzufangen, was unwichtige Inhalte sind im Leben. Und das ist eine wirkliche Fähigkeit und eine Wertschätzung von der wirklichen Kommunikation, die da stattfindet, wo andere sagen, das ist aber etwas, das kenne ich und deswegen übernehme ich das. Und wenn du das auch möchtest, wenn du für dich ganz klar jetzt festgelegt hast, ich möchte nur noch dem Aufmerksamkeit schenken, was wichtig ist, was dich weiterbringt. Und wo du ganz klar sagst, da ist für dich auch der Punkt getroffen, die Entscheidung, dass du da noch dich mit aufhalten möchtest. Alles andere streichst du. Dann schick mir einfach mal eine Nachricht und wir werden zusammen gucken, wo du jetzt stehst und wo du hinkommen möchtest und wie das für dich realistisch und realisierbar wird. Und wenn dir das gefallen hat, was du hier im Video mit auf den Weg bekommen hast, teilst du dann mit Menschen, die das hören und wissen müssen. Und ich freue mich auf unser Mal das nächste Mal, weil dir wird dieses Video auch so gut gefallen haben. Daher bis morgen.